Oh. Besserer Fisch. Da. Ja. Hier ja. sind auch Spuren. Oi, 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 oi. Ja. Da hat jemand gesessen. Der Boden ist noch warm. Sie sind höchstens einen Tag weg. Die sind höchstens einen Tag weg, das würde ich auch sagen. Da ist sie, die wunderschöne Schleie. Rotauge. Alles oder nix, ey. Wir haben nix. Scheiße. Wo ist der? Im Kescher. Im Kescher? Er ist im Kescher. Schnell an Land, das gibt's doch gar nicht. Was? Oh, und das gibt es nicht. Was für eine Mörderschlange. Echt schön Gold, ne? Schöner Fisch. Wollen wir erst mal messen. Und ich angle hier immer nur auf Barsch. Es wurde auch mal Zeit. Jo, Fisch. Das ist echt. Hoffen wir doch, dass es die Einleitung zu größeren, gewaltigen Fischen ist. Ein Barsch. Ein Barsch auf den gelben Pop habe ich wieder nicht mehr. Ein Barsch. So lächerlich, ey. Voll in die Wade geheizt mit der spitzen Ecke. Der Fiederangler hier. Wofür ist denn hier der Gurt, der hier hängt? Um die zu tragen einfach. Ja. Der erste Müritzhecht. Von schönen Hechten auf der Müritz in Mecklenburg über hübsche Forellen im Urwalddschungel des Taunus bis hin zu verlorenen Karpfen auf einem erloschenen Vulkan. Auch in der vergangenen Folge unserer wilden 13 reihte sich ein anglerisches Highlight an das nächste und bescherte allen Teams einen Erlebnis- und teilweise auch recht fischreichen Vormittag. Ganz und gar nicht zufrieden mit ihrem bisherigen Tagesverlauf sind momentan meine beiden Deadbaiter Thomas und Arndt, die es heute an der Lahn auf Barben abgesehen haben. Schon der erste Spot brachte den Jungs nur einen halbstarken Döbel ans Band und auch ein Stellenwechsel scheint nicht den gewünschten Effekt zu erzielen. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Ja, im Moment ist so eine Depressionsphase bei mir, es geht gar nichts. Wir haben hier wirklich alles versucht. Ich habe mich jetzt direkt an den Schusskanal hier gesetzt, aber außer Grundeln, die auf solche Käsewürfel beißen, ist hier leider nichts zu holen. Ein bisschen verzweifelt bin ich schon. Ja, wir probieren jetzt noch ein bisschen. Ja, und dann ist es mit der Barbe leider gewesen. Es ist schade, weil das ist eigentlich eine gute Stelle hier. Aber wenn die Viecher nicht mitspielen wollen, dann haben wir halt Pech gehabt. Ne? Ja, im Moment fließen so ein paar Krokodilstränen. Ne? Weil da habe ich echt mit gerechnet, dass wir hier eine schöne Barbe rausziehen. Aber naja, so ist das Spiel. Ja, echt schade, Thomas. Aber auch wenn es mal nicht läuft, gilt Kopf hoch, Brust raus. Aufgegeben wird nicht. Wäre ja wohl noch schöner. Auf Barben haben es nach ihrer erfolgreichen Forellensause nun auch die beiden Fleißbienchen Birger und Sebastian abgesehen. Mit wenig Schlaf, aber bereits 7 Fischarten führen sie das Feld deutlich an. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob auch ihr Barbenplan aufgehen wird. Angekommen am vermeintlichen Barbenspot, also eine ja, fast 90-Grad-Kurve hier im Fluss und sehr tief, steil abfallende ja, Felsufer. Und hier habe ich schon ein paar Mal Barben gesehen, große auch. Wir versuchen das heute einfach nochmal mit der Pickerroute, Futterkorb und Maden, bisschen Grundfutter, ja, einfach mal improvisiert, um zu schauen, ob wir hier eine Barbe bekommen. Auch an Sebastians kleinem Bach sind die Spuren des vergangenen Hochwassers natürlich noch deutlich zu erkennen. Umgestürzte Bäume und weg bzw. unterspülte Ufer, wohin das Anglerauge schaut. Die Fische allerdings scheinen die Flut gut überstanden zu haben.
Eine Forelle? Nee, doch. Das ist eine Forelle. Ja, aber kleiner als unsere. Jo, da ist die Pickerforelle. Ich hätte lieber eine Barbe oder einen Döbel genommen, aber ist gar nicht so klein. Ja, super Bachforelle nochmal. Aber die wollten wir ja gar nicht. Darf wieder rein. Tschüss. Ja, super. Auf jeden Fall gibt es hier Fisch. Das ziehen wir jetzt noch ein bisschen durch, auf jeden Fall. Und vielleicht kommt ja noch was. So, jetzt sind wir im Spiel. Jetzt sind wir im Spiel. Ja. Keine Forelle. Barbe oder Döbel? Das ist die Frage. Yes! Ja. Jawohl! So. Da ist unsere Barbe. Super, ey. Schöner Fisch. Also ganz ehrlich, mir werden die Dosen ja immer unheimlicher. Egal welchen Plan die beiden auch angehen, er funktioniert. Und so verbuchen die beiden mit dieser 51er Barbe nun bereits Fischart Nummer 8 in ihrer Liste. Hut ab! 51 cm, super. Ja, wir angeln also auf jeden Fall weiter. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir ja vielleicht noch eine Barbe bekommen. Wenn es geht, eine größere. Und ja, vielleicht noch ein Döbel, weiß nicht. Hier schwimmen auch ab und zu mal Karpfen rum, aber davon ist, glaube ich, jetzt nicht auszugehen. So. Ein kleinerer Fisch könnte wieder eine Forelle sein, oder? Ja. Große Forelle. Wow, das ist ein Fuffi. Das ist ein Fuffi. Ja. Was ist denn hier los? Alter. Das ist eine richtig gute Forelle. Ist auf Maden gefangen, aber
Bei der wilden 13 ist das schon okay, oder? Puh, ja. 49er Bachforelle. Wir haben uns jetzt ein bisschen beeilt. Die Forelle hat ordentlich gestrampelt auf der Matte noch. Da haben wir uns lieber beeilt. Wir haben ja schon eine zum Essen und in dem Gewässer ist es also erlaubt, die Fische zurückzusetzen, gerade die in der Größe. Deswegen haben wir das mal schnell gemacht, damit die hier weiter schwimmt. Und wir sind aber happy, dass wir die Forelle verbessert haben auf 49 cm. Perfekt. Ja. Und jetzt noch eine Barbe, bitte. Ja, ja, so schnell kann's gehen. Da ist ein leidenschaftlicher Spinnangler wie Sebastian einmal mit einer Dose Maden und der Pickerrute unterwegs. Schon ist der Friedfischfunken übergesprungen. Ist aber auch logisch, wenn es so gut beißt wie heute. Aber es war ein Biss. Wenn das keine Barbe ist, dann ist es was anderes, aber ich glaube, es ist eine. Sehr gut. Ja, steht einfach unter uns. Ja. Da ums Eck ist aber nicht so gut. Jo. Die wollten wir, die ist größer. Yes. Oh, ja, Mann. Jo, Ziel erreicht, würde ich sagen. Oh, schöne lange Flosse hinten. 72. Oder? Aus dem kleinen Bächlein. Mega. Oh, der Plan ist mal aufgegangen. Haben wir schon wochenlang drüber geredet. Ja, jetzt hat's gepasst. Also ich finde, das war eine reife Leistung hier. Ja, ja, abgeliefert. Bravo, so soll's laufen. Aber damit sind wir auch zufrieden. Also die Barbe und die Bachforelle, ja. Das sollte reichen, beziehungsweise super Fische. Und wir haben noch ganz viel anderes auf dem Zettel. Macht zwar Spaß, schön schattig hier. Ja, hier könnte man Fische den ganzen Tag sitzen. Ne? Das ist echt sensationell. Ja. Also total kurzweiliges Angeln, super. Aber wir brauchen ja noch ein bisschen was anderes. Deshalb, und wir brauchen, glaube ich, auch mal ein bisschen Pause. Wir haben nur 2 Stunden geschlafen, so heute Nacht ungefähr. Ja. Da war immer so viel Action. Und heute Abend ja auch noch Zander. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf. Ich glaube, wir fahren jetzt mal an die Mosel. Ne?
Ja, erstmal Pause oder auch mal Pause an der Mosel. Wir fahren erstmal hin, gucken uns das an, fahren ein paar Plätze ab und versuchen, einen Döbel zu fangen. Also primär Döbel. Kann natürlich sein, dass wir beim Döbelangeln noch einen Barsch fangen. Ja. Also wir angeln jetzt nicht auf Barsch, sondern auf Döbel. Das ist ein bisschen anders, aber man kann immer einen Barsch fangen. Ja. Auf jeden Fall. Wenn wir Glück haben, ist es so. Soweit der Plan. Und dann das mal bis heute Nachmittag, Abend, und gegen Abend werden wir wohl den Zander angehen. Vielleicht noch mal Rapfen, ein paar Würfchen, aber mal gucken. Das sind so Abendfischarten, genauso wie Brassen. Ja. Aber der Döbel ist so eine typische Mittagsfischart. Das kann man dann bei Sonne jetzt leicht gut machen, weil das bleibt jetzt die ganzen Tage so heiß. Und dann können wir das bei, da muss man ja auch mal ein bisschen gucken, was funktioniert. Und dann haben wir ja noch im Zweifelsfall am Ende den Karpfen, schieben wir mal aufs Ende. Oh, der Stachel sitzt tief. Das wäre so geil gewesen, hätten wir einen davon gelandet. Aber jetzt ist es so und jetzt gucken wir mal, ob wir da... Das schieben wir erstmal nach hinten. Ja, wir haben morgen noch einen ganzen Tag. Ja, gut. Einpacken und ab geht's. Während die Dosen also nun erstmal eine verdiente Siesta einlegen, schauen wir uns ihre Erfolge nochmal an. Mit nun 8 gefangenen Fischarten stehen die beiden natürlich super da. Es bleibt also spannend. Auch die beiden Doppelhenninge sind zur gleichen Zeit auf dem Weg in eine kleine Angelpause. Nach ihrem Forellenvormittag im malerischen Mühlbachtal denken die beiden alten Hasen allerdings schon deutlich weiter und statten ihrem Gewässer für den letzten Angeltag einen wichtigen Kurzbesuch ab. Ja, unser letzter Angeltag beginnt am vorletzten. Nämlich womit? Mit Anfüttern. Morgen stehen ja nochmal Weißfische auf dem Programm. Aber auch noch ein paar Raubfische wahrscheinlich. Aber wir wollen schon mal einen Platz anlegen für morgen. Wobei wir jetzt natürlich hoch gespannt sind. So viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Wo hat Thomas Karlweit gefüttert und die schönen Rotaugen zum Beispiel gefangen? Ja. Und wir gucken mal und gehen mal rum und werden auch ein paar Kostproben einstreuen. Es ist bestimmt spannend beim Zuschauen zu sehen, wie treffen wir unsere Wahl. Ja, wir sind ja Fährtenleser, wir wissen, was Karlweit für Schuhe trägt und irgendwo werden wir seine Spuren finden. Ja, also auf Fährtensuche. Also hier sehe ich noch, nee, hier war er nicht, das ist auch, oh, schau mal. Ah, halt, das müssen wir uns genau ansehen. Alles platt gewalzt. Ja, hier ist jemand gegangen, ne? Da ganz offensichtlich. Oh, schau da mal rüber, da Richtung Weide da. Was meinst du? Verdächtig. Verdächtig? Ja? Verdächtig. Da. Ja. Hier sind auch Spuren. Ui, 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 ui. Ja. Da hat jemand gesessen. Der Boden ist noch warm. Sie sind höchstens einen Tag weg. Die sind höchstens einen Tag weg, das würde ich auch sagen. Und ich wette, also so durchsichtig, ne? Also Mann, Mann, Mann. Das Futtergeruch hängt in der Luft. Ja, 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 ganz klar. Pineapple. Ja. Ja. Ananas riecht da, dafür viel. Muss man kein Indianer sein. Ja. Am Ende haben sie auf Ananas noch mit Boilies so einen Zander gefangen. Ach, ja. Ne? Also ist dem Karlweit zuzutrauen, davon abgesehen. Aber damit steht unser erster Futterplatz. Ja. Ne? Ja. Ja, das wir füttern natürlich unauffälliger, damit nicht jemand aus dem Verein diese Sache ausnutzen kann. Ne? Völlig unauffällig. Ja. Da kann Thomas echt noch dazulernen, muss man einfach sagen. Tarnung ist nicht seins. Ne? Nee. Deine Futtermischung, Henning, du nimmst ja auch gerne die einfachen Sachen, ne? Auch normales Pamirmehl, das sind nicht immer nur teuren Fertigfutter, ne? Oder aus England Spezialfutter hast du ja nun nicht gerade dabei. Ich habe überwiegend Aldi und Edeka. Ja, siehst du. Ja, es ist auch gut, finde ich gut. Ja, es riechen tut es auch gut. Ja, so? Ja. So ein Stück vielleicht noch weiter raus, dann auch so. Ja. Da würde ich so einen kleinen Teppich anlegen. Sieht gut aus und durch das viele Futter sind die Fische morgen noch einen Zentimeter größer. Ja, das denke ich auch. Ja, dann sehen wir uns dann wieder. Ja. Früh, ganz früh. Jawohl. Mit vielen Fischen, verschiedenen. Während sich die Doppelhennige nun auf ihren bevorstehenden Aalabend vorbereiten können, schauen wir kurz nach MacPom. Christian und Markus sind immer noch mit ihrem Spion David im Boot unterwegs und haben auch nach einem erfolgreichen Hechtvormittag nun den Zielfisch gewechselt. Unser erster Müritz-Barsch, der Spezialmontage. Bei Grüße müssen wir noch arbeiten, aber
Oberfläche. Nee, so wäre besser gewesen, Markus. Ich dachte schon, 25. So. Immerhin, ja. 16 cm. Hätte doch keiner gemerkt, Mensch. Ja. Ja, erster Barsch heute auch für mich. Wir haben jetzt Barsche hier an diesem Krautfeld. Da probieren wir gleich mal auch noch einen größeren zu fangen. Ich hatte vorhin auf dem Zaltwobbler, den ich auf Hecht probiert hatte, einen großen Barsch als Nachläufer. Mal schauen, vielleicht fangen wir den ja noch. Wir sind jetzt wieder auf einer Barschstelle und hat direkt geklappt. Und ein Twitchmaster oben, Beifänger, wie David meinte. Bisse kommen oft auf den Beifänger, hat geklappt. Genau 25 cm. Wir haben ihn schon gemessen gerade. Warte noch darauf, dass mal ein zweiter einsteigt, aber hier ist doch Single-Barsch. Viel größer werden die Müritz-Barsche hier und heute aber leider nicht mehr. Und so machen die Jungs das einzig richtige Fischbrötchen. Kurze Halbzeit. Wir wechseln jetzt das Gewässer, werden rüberfahren zum Flesensee von der Müritz. Das kann man ja hier ohne Probleme durch die Kanäle. Wir haben eine große Gewässervielfalt und es ist immer ganz nett, wenn man eben während der Angelei auch die Gewässer wechseln kann. Kurzer Boxenstopp bei den Müritzfischern, gibt es lecker Fischbrötchen und ich habe mir durch Markus ein Aalbrötchen mitbringen lassen. Das ist mega lecker. Ja, das werden wir gleich mal schnell essen. Ne? Ganz schnell, weil das wird nachher gleich wieder fleißig weitergeangelt. Von den leckeren Fischbrötchen der Müritzfischer kehren wir nun aber wieder ins Rheinland zurück. Team Dose hat sich nach einer verdienten Pause erneut die Ruten geschnappt und versucht sich nun an den übrigen Zielfischen. So, nach einer kurzen Mittagspause sind wir an der Mosel angekommen. Wir hatten ja letzte Woche das schwere Hochwasser und da sieht man den Fluss immer noch an. Ist sehr braun, deswegen fällt der Fluss selber jetzt wahrscheinlich erstmal raus zum Angeln auf Döbel. Wir sind jetzt hier in den Hafen gefahren, der ist ein bisschen klarer hinten drin und da schwimmen kleine Döbel rum. Also Plan ist jetzt kleine Fische, kleines Gerät, also Klasse 2 Fliegenrute, eine kleine Nymphe montiert und die schwimmen da vorne rum. Wenn wir Fische sehen, dann wird die Nymphe halt schnell da rein gedroppt und hoffentlich haben wir dann schnell einen Döbel in der Hand, der 25 cm hat, weil das muss man auch erstmal schaffen hier, glaube ich. Ja. Doch auch bei Sebastian und Birger geht nicht jeder Plan auf. Na, ein Glück. Döbelangeln, die zweite. Das mit der Fliegenrute war zugegeben nicht so gut. Da waren einfach viel zu viele Leute und ja, schwierig, auch eh kleine Fische. Deswegen jetzt das Gerät vom Forellenbach. Ich montiere gerade den Spoon, ein Masu Kuruto Rooney in Chrom und hier ist so eine flache Bucht, steiniger Boden und da habe ich letzte Woche ein paar kleinere Döbel gefangen im Training und versuche das jetzt mal nachzumachen. Ja, das ist kein Döbel. Aber ein Barsch. Jo. Ein Barsch. Jo. Der ist kleiner als 25, würde ich sagen, oder? So, angekommen im nächsten Moselhafen. Man sieht noch vom Hochwasser ordentlich mitgenommen. Deswegen ist hier jetzt nichts los und wir können angeln. Wir sind wegen Döbeln hier. Aber wer genau hinschaut, sieht da ja, 2, 3, 4 Karpfen im flachen Stehen, richtig große Fische. Auch ein orangefarbener Koi-Karpfen. Wir machen es jetzt so. Wir kümmern uns erstmal um den Döbel, gehen mal die Spitze da hoch und gucken, was wir da erwischen können. Und danach holen wir die Friedfischruten und kümmern uns hier um die Karpfen und versuchen einfach mal, ob wir da was fangen können. Ja. Wirklich viel passiert an diesem Nachmittag bei den Dosen dann aber nicht mehr. Und auch der abschließende Versuch auf Karpfen und Brassen ist, zumindest was die erhofften Zielfische betrifft, leider nicht von Erfolg gekrönt. Ja, eine Brasse. Echt? Was ist das?
falsche Giebel, was auch immer. Oh no. Echt jetzt? Oder ist ein Schuppi? Ja, einen Fisch haben wir gefangen. Auf einen Method Feeder. Hat jetzt hier dieser, ich glaube es ist ein Giebel, gebissen. Ja, super Größe. Würde ich sagen. Aber kein Karpfen, keine Barteln da. Nee. Naja. Wachsen, kein Dürre, kein gar nichts, nichts für uns. Wusstest du überhaupt, dass es die hier gibt? Nee. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Boah, Mann. Dann sind wir jetzt noch weiter. Wir wollten eigentlich in 10 Minuten fahren. Ja, für Zander kann es noch dunkler sein, das ist kein Problem. Wir legen noch eine halbe Stunde auf jeden Fall drauf. Ja. Auch wenn sich der XXL-Giebel leider nicht in der Fangkarte wiederfindet, können Sebastian und Birger mit ihrem Tagesverlauf voll zufrieden sein. Schöne Forellen und tolle Barben, was will man mehr? Vielleicht geht ja heute Abend noch was in Sachen Zander. Machen aber ja auch Strecke, gerade heute. Unfassbar. Einsatz. Hoch, runter, hoch, runter. Durch unwegsames Gelände, Brennnesseln, Disteln. Ja. Mission 2 des Tages, so langsam dunkelt hier es schon im Bachtal. Wir haben es noch relativ früh, ja. 8 Uhr aber durch und jetzt ja. Aal. Ich wundere mich, wo du mich hier hinführst. Ich kenne ja Aal aus der Elbe. Oder vom Hamburger Fischmarkt, aber hier ein Gebirgsbach mit Aal, ja, da also bin ich mal gespannt. Gebirgsbach ist ein bisschen Mittelgebirge, aber ja. Das Gebirg kann man so sagen, aber es funktioniert tatsächlich ja. Außerordentlich gut. Der Berger hat irgendwas in den 1650, glaube ich, gehabt, ja. Mit dem Aal im Laacher See. Respekt dafür, den bei den Mondbedingungen zu fangen. Und du meinst, hier kann man das toppen? Durchschnitt ist 72 hier. Ja. Ja. Auf den Beweis bin ich gespannt. Jetzt sind wir am Platz angekommen und du siehst, es ist im Grunde, bei der Aalsuche gilt wie bei der Forellensuche, finde die Gumpen, die tiefen Rinnen, ja. Und all das ist hier gegeben. Dort kommt ein Wehrschuss rein, natürliches Steinwehr, dann haben wir hier am Uferbereich, da ist Gehölz drin, da siehst du diesen unterspülten Schieferfelsen, darunter können die Aale sich super verkriechen, ja. Und wir haben so ein Gemisch aus Sand-Kiesgrund, also da ist auch Sand mit drin. Und das läuft hier dann in einer langen Rinne schön aus. Also natürlich auch ein guter Forellenspot. Wir haben glücklicherweise hier die Erfahrung, dass ab der Dunkelheit eher, ja. Wenn mit Forellen, ist es eine große meistens, ansonsten doch ziemlich sicher mit Aalen zu rechnen ist. Ja, Forellen nehme ich dir sofort ab. Aale, also so einen Platz habe ich noch nie gesehen als Flachländer. Aber ganz fremd hier. Aber ich sehe dem ersten Aal freudig entgegen. Du hast ja zwei völlig unterschiedliche Montagen hier. Ja, korrekt. Also die werden dir nicht unbekannt sein, wenn dir vielleicht das Aalangeln hier an so einem Forellenbach war mir, bis ich hier das in der Pacht hatte, auch nicht geläufig, dass das lohnt. Sind die Montagen nichts Besonderes. Also wir sehen oben hier eine Laufpose. Ja, ne? Die habe ich jetzt hier, kenne ich die Tiefe, das ist so ein guter Meter. Der Stopper vor der Pose, dann die Pose selbst, dann entsprechend mit Bleikügelchen austariert. Dieses ziemlicher Brocken, wenn ich das anmerken darf, ja, die Pose, also macht aber nichts. Weiß ich, werden vielleicht manche im Stillwasser würde ich ganz anders fischen, ja. Aber hier in der Strömung macht den Aalen überhaupt nichts. Ah, wichtig ist gut austarieren. Ja. Das übliche, Spitze soll gerade noch rausgucken. Und dann hier als kleine Besonderheit, auch das ist aber nicht wirklich speziell, ein Aufliegeschrot, das ich dann echt relativ dick wähle. Ne? Ja. Also ist alles sehr grob. Und dann Vierer Vorfachhaken. Ich nehme da gern die Ona, die Vierer. Die sind relativ klein. Es kommt auch nur ein halber Tauwurm drauf. Ja. Und da habe ich eine sehr gute Hakquote mit. Und auch stabil kann man sich echt drauf verlassen. Ne? Also das hat sich dann nachher, ich habe große Haken probiert, sehr große Haken.
ganz kleine und bin dann doch wieder auf so diese Vierergröße. Ja, sagen ja viele Aalangler, dass viele Aalhaken viel zu groß sind und zu viele Widerhaken haben. Ja. Viele gehen ja dazu über, kleinere Haken zu nehmen. Und wenn es gut austariert ist, darf das gerne auch hier am Fließgewässer so grob sein. Ja. Prinzipiell reicht es eigentlich noch einfacher auf Grund zu fischen, da kommen wir gleich zur Montage 2. Ne? Aber für mich einfach dies Faszinierende, du kennst das, wenn so eine Leuchtkurve runtergeht und gerade beim Aal, das ist richtiges Schauspiel, ne? Und das habe ich einfach so gern, dass immer einer auf Pose raus muss. Ja. Und ein Vorteil noch, das ist nicht die Sensibilität, das ist hier diese Hindernisse, die ich sehe. Wenn ich eine Grundroute dann mal auf Schnur gebe, der Aal nimmt, geht mit der Schnur, ich sehe nicht genau, wo der hinschwimmt, ich ahne das nur ungefähr. Bei der Pose sehe ich dann ganz da genau, wenn ich dann sehe, er geht mir da ins Holz, dann weiß ich, ich muss jetzt reagieren. Ja. Ne? Ja. Und bei der Grundangel wartet man leicht und dann ist er im Holz und so sehe ich das. Ne? Ja. Ja. Ein kleines Detail, wie du siehst, die Rute trägt ein Logo. Das sollte dir als... Es ist eine Zweitliga-Route. Oh. Oder? Das wollte ich jetzt, hätte ich vielleicht nicht bemerken sollen. Also wir lassen das Thema. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Für mich ist es immer ein Spitzenverein. Und ja, nun sehe ich das ein. Das war jetzt das reicht für heute. Das war ein Eigentor. Diese Route möchtest du nicht nehmen dann? Gehe ich richtig? Fang du damit an. Vielleicht hätte ich das jetzt nicht betonen sollen. Ne? Eieiei. Kommen wir mal zur Route 2. Die ist dann... Noch simpler die Montage. Das ist eigentlich für mich das Effektivste auf Aal. Ja. Da ist eine Perle, eine Gummiperle wiederum als Knotenschutz. Dann sind zwei Werbel dran. In dem einen siehst du da, ne, hängt das Tiroler Hölzchen, kommt aufs Gewicht nicht genau an. Ging sind ja auch Tiroler Verhältnisse hier. Tiroler Verhältnisse, ne? Ganz genau. Stabiler Werbel, alles auf Stabilität, ganz wichtig. Ne? Und wieder ein vierer Haken, kommt auch wieder ein halber Tauwurm raus. Und an der Spitze habe ich diese Stadt, eine Klingel, habe ich früher auch sehr gern gefischt, kann man auch gern machen, habe ich hier, auch das Gebimmel nicht, ich halte das eigentlich im Blick, eigentlich so ein Gummiaufsatz, der schont das ganz gut, bei der Route passt auch auf ganz viele Routen optimal rauf, gibt es in verschiedenen Größen, Dicken und da wird das Knicklicht eingeschoben, die Schnur läuft schön frei. Wenn du zwei so unterschiedliche Montagen hast, heißt das, du weißt nicht genau, was gerade besser funktioniert? Oder hast du Erfahrung, dass das eine besser ist als das andere? Ich fange mehr Fische tatsächlich mit der Grundroute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, würdest du jetzt nicht zwei Grundrouten einsetzen? Oder? Nee, das ist der reine Spaßfaktor mit der Pose, weil ich das einfach mag, diese Abwechslung. So habe ich beide Optionen. Ich könnte jetzt auch hier im Bach, das hat Arndt oft bewiesen, geht auch sehr gut Fetzen oder Köderfisch. Ja. Ich mache gerne auch die Kombi. Ich habe das heute jetzt nicht. Wurm reicht eigentlich. Aber auch gerne mit so einem kleinen Fischkopf oder sowas. Ja. Kann man gerne mit draufsetzen. Von so wirklich fingerlangen Fisch. Das funktioniert super, diese Kombis. Und Köderfisch auch hier. Wäre auch super. Ohne Probleme. Hier sind Gründlinge drin. Und das funktioniert. Und wann geht's los? Hier ist gar keine Uhr, aber wenn ich eine hätte, wäre sie da. Regel hier, wenn die Fledermäuse fliegen, ganz klar. Ach ja. Ist wie beim Zanderwobbeln, wenn du abends und eher sollte man hier nicht reinwerfen. Wir haben hier ein Salmonidengewässer und erfahrungsgemäß geht das dann mit den Forellen auch zu Ende, dann die Beißerei. Und ich würde es nicht machen aus dem Grund. Und dann warten, bis wir eine gewisse Dunkelheit haben. 9:30 dürfte das jetzt sein. Wir haben jetzt Mitte, Ende Juli und dürfte so die Richtung gehen. Dann, ne? Also ich bin ehrlich gesagt total gespannt, weil ich noch nie erlebt habe, dass aus so einem Loch ein Aal geholt wird. Ich hoffe, ich sehe es heute. Wie gesagt, 76 und 78 das letzte Mal. Ganz konkrete Platzwahl hier jetzt. Für die Grundroute beabsichtige ich hier in die ruhigere Zugrinne nach hinten zu bringen. Strom ab. Gerne vorm Angeln da, das habe ich schon mal erklärt, mehrfach hinwerfen und dann prüfen, ob der Grund sauber ist. Weil mit dieser groben Montage ziehe ich dann auch mal einen Ast weg, der kann dann im Drill nachher fatal sein. Das wollen wir nicht haben. Oder beim Biss, dass der Fisch nicht gut abziehen kann, weil es da irgendwo festhängt. Da soll das ungefähr hin, der Köder. Dann passt das. Hier Routenablage, auch hier gilt das Prinzip, ganz wichtig beim Aalangeln. Für mich ist, je einfacher, desto besser.
Weil gerade nachts und so weiter, da Schnickschnack-Montagen, alles Käse. Also so einfach wie möglich. Ich brauche auch keinen Routenhalter. Was tut der mehr, als wenn ich die Route hier hinlege und den Freilauf reinbringe? Da wird überhaupt nichts passieren hier. Also das reicht mir völlig. Kein Schnickschnack. Gilt auch für die Posenmontage. Die wiederum kriegt einen leicht abgewandelten Platz hier weiter Strom auf. Also hier geht direkt hinterm Wehrschuss praktisch, entsteht so ein ruhiges Kehrwasser. Das sind für mich immer die Positionen für die Posenroute. Da kann sie auch schön stehen, wird mit dem Bleischrot hoffentlich gleich auch aufsetzen und sehr gut tariert sein, dass der Aal wenig Abzugswiderstand hat. Da soll sie hin. Da ist jetzt fast so ein kleines Kehrwasser. Und wenn man mit einem Meter sollte das da hinkommen, dass sie auch sich jetzt hinstellt, dass das kleine Schrotblei vom Haken wie ein Mini-Anker wirkt. Und man sieht, das funktioniert ganz gut. Damit steht die Theorie der Doppelhennings für die heutige Aalnacht schon mal fest. Ob sich diese dann allerdings auch in der Praxis behaupten kann? Einmal mehr bin ich gespannt. Jetzt wird es langsam dunkel und wir hoffen mal, dass die Zander aktiv werden. Ui, was war das vor meinen Füßen? Da war schon was. Ja, ich muss zugeben, ich war lange nicht Zanderwobbeln hier in der Region, weil wir jetzt sehr, sehr viel Hochwasser hatten in Folge, also mehrere Wochen. Und dann haben wir uns auch viel zuletzt um die Friedfische gekümmert, weil wir davon gar keinen Plan hatten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es mit den Zandern so läuft. Aber da sind die ja eigentlich zuverlässig. Wenn man einmal guten Platz hat, hat man immer guten Platz. Also ich habe so ein paar, die klappern wir mal ab. Das Wasser ist noch sehr trüb, deswegen den chartreusen Zanderkönig. Und gucken, ob die ein bisschen aktiv sind heute. Ne? Ja, langsam mal ins Bett. Nicht nachts noch hier rumpaddeln. Ja. Piep, piep, piep. Los, weiter schwimmen. Oh. Ja, ganz wichtig. Hier vorne muss gegessen werden. So, haben wir es denn? Nein! Nein! Weg ist er! Oh Leute! Dann kriegt man da den Zander und dann geht er ab. Ist natürlich immer das Problem auf den kurzen Distanzen. Und da muss ich auch zugeben, das größte Problem ist auch so ein bisschen die Übermüdung. Also, boah, mir fallen gleich so die Augen zu. Die letzte Nacht waren das jetzt so 2, vielleicht 3 Stunden schlafen. Also viel mehr war das gar nicht. Und jetzt haben wir schon wieder 0 Uhr. Jetzt wird langsam. Dann gehen einem die Körner aus. Und dann versemmelt man sowas auch nochmal. Jo. Aber okay. Man sieht ja auch, das Wasser ist extrem hoch. Also so ein bisschen Rätselraten jetzt, wo die Zander stehen, weil die üblichen Plätze sind alle absolut jenseits von Gut und Böse überschwemmt. Also man sieht ja hier den Fußweg und eigentlich geht hier noch eine Steinpackung, nein, eigentlich geht hier eine Steinböschung runter, weit, und dann kommt noch die Steinpackung und dann kommt eigentlich erst der Rhein. Also das sind ja 4,50, so gute 2, 2,5 Meter über Normalpegel, den wir die letzten Jahre ja fast nie haben, immer oft Niedrigwasserphasen, lange Niedrigwasserphasen. Das ist also extrem hoch gerade. Deswegen ist das nicht so leicht. Das sind sehr selten diese Pegel und bei diesen hohen Pegeln bleiben nicht mehr viele Angelplätze übrig. Ja. Na gut, wir suchen mal vielleicht da vorne noch, sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Noch nie einen gefangen, aber was willst du machen? Gucken wir mal, ne?
Oh, hast du ihn gesehen? Oh, da war ein Zander hinterher, bis vor die Füße. Bis hier vorne auf der Rampe. Da war der Weg zu Ende. Er hat danach geschnappt. Und es war einfach kein Weg mehr da. Aber einfach, hier war der Fisch. Ja. Ja, ich hätte euch den Wobblerzander gerne noch gezeigt bei dem Hochwasser, aber das hat nicht ganz geklappt. Zwei Bisse hatte ich da in der einen Ecke. Ja, braucht man auch mal Glück, dass die dann hängen. Und wie gesagt, ist mit dem hohen Wasser nicht so ganz einfach. Wir versuchen morgen nochmal Zander einfach tagsüber mit einem Gummifisch klassisch. Und dann ja, hoffen wir mal, dass das klappt. Ne? Sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich, eine Runde zu schlafen. An Schlaf ist zur gleichen Zeit im Mühlbachtal noch lange nicht zu denken. Ganz im Gegenteil. Kurz nachdem die Wurmmontagen ausgebracht sind, wird es bei den Doppelhenningen so richtig hektisch. Aal, hundertprozentig Aal. Das gibt's doch gar nicht. Ist gerade draußen, Henning. Ich komm. Da kannst du den Kescher nehmen. Das ist ein dicker Aal. Oi, 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 ich krieg kaum wieder. Da kommt er. Oh, mein lieber Mann. Oh, ja. Das gibt's doch gar nicht. Gerade raus, der Köder. Oh, ist der hinterm Stein da? Zieh ihn rüber. Oh. Oh nein. Scheiße. Wo ist der? Im Kescher. Im Kescher? Er ist im Kescher. Schnell an Land. Das gibt's doch gar nicht. Was? Oh, das gibt es nicht. Was für eine Mörderschlange. Das, ich sag noch, das kann kein Biss sein, so schnell. Wahnsinn. Ich werde wahnsinnig. Oh, ein Ponga. Gib's denn los. Oh, ist das ein Vieh. Ich kann den kaum bändigen. Boah, der ist im letzten Moment zog die Pose aber richtig runter. Ja, da, ne? Dachte ich, das ist doch ein Biss. Oh, und dann denke ich, das ist... Und wir haben gerade ausgeworfen. Ja. Wirklich, so geht das los. Oh, oh, Wahnsinn. Vielleicht ist das unser Punkt jetzt. Also... Wir fangen hier oft, ich habe das gesagt, Durchschnittsgröße 72, aber diese Dicke hier, das ist, also ich bin ganz baff. Ich glaube, wir gehen damit erstmal in Sicherheit ein bisschen ja. Vom Wasser weg. Ne? Aber ich muss, oh, ich muss das Adrenalin wegkriegen. Das ist der Wahnsinn. Wollen Unglaublich. Jetzt können wir auf Karpfen gehen. Boah, ich bin fix und fertig. Also ich habe Optimismus gezeigt, aber so einen Aal jetzt zu fangen, also ein Traum. Dass das so funktioniert im Forellenbach. Mann, ist das ein Breitkopf, ne? Ja, den Wurm hat er kurz einen Prozess gemacht. Ja, jetzt ist er ein bisschen paniert hier zwar, aber beim Aalangeln nicht zu vermeiden. Also man sieht schon, von der Länge ist das nicht unbedingt der allergrößte. Er ist schon riesig. Ich kann das noch mal ausbreiten hier, wenn man das mal sieht jetzt. Aber von der Dicke ist das ein Fisch, es ist Wahnsinn. Ja, aber das ist auch von der Länge, glaube ich, ganz gut, ne? Ja, Henning, wir haben eben mal so eine Handymessung gemacht. Das ja. Maßband ist leider im in der Forellentasche geblieben. Ja. Aber wir hatten noch ein bisschen gedacht, Aal messen, riskant. Ja, lebendig, ja. Selbst wenn du ihn frisch tötest, der ist jetzt relativ ruhig nach dem Töten wieder sein. Ja, jetzt hätte man gut messen können. Und man hätte messen können und wir haben so eine Handyfunktion und die hat uns mal angezeigt, wir sind noch vorsichtig und überprüfen das morgen früh. Da sind wir auf 87 hat das angezeigt. Und also ich hätte ihn sogar noch größer geschätzt. Aber der Fisch ist irre fett. Ne? Ja, ja, das ist also das. Eigentlich ist so ein wahnsinniger Körper. Unglaublich gut genährt, da ja. Sieht man, also im Forellenfluss. Also ich war mir ja nicht ganz sicher, ob das hier ein Aalgewässer ist, aber das überzeugt mich einigermaßen. Größere Aale als Forellen, ne? Ja. Und es war allen Ernstes deine HSV-Route, was? Ja, Wahnsinn. Das ist aufstiegsverdächtig, würde ich sagen. Aufstiegsverdächtig. Ich denke auch, das ist ein Zeichen für die nächste Saison. Das ist ein Zeichen. Dann, ne? Ein Wahnsinn. Also, ich bin ganz fertig. Jetzt haben wir ihn auf dem Maßband und die Handymessung, muss man sagen, erstaunlich. War ganz gut. Liegt vorne voll an. Und also 1 Millimeter, vielleicht 2 unter der 88. Ja, also 88 hat er ziemlich sicher. Also
Das herrlich. Ist mal ein Aal, würde ich sagen. Habe ich schon gut gecashert. Übrigens beim Cashern nochmal tausend Dank. Also, Matik, du hast Verantwortung getragen. Ja, ich hatte Angst, dass es schief geht. Das wird einem ja peinlich. Dann. Ja, aber ganz prima, ne? Ja. Super. Mit dieser unfassbar armdicken Belohnung beenden dann natürlich auch die beiden Hennings diesen wilden Abend und haken eine weitere Fischart ihrer Karte ab. Ein wirklich perfekter Schlusspunkt des zweiten Tages. Wie es für unsere vier Teams am letzten Tag der wilden 13 weitergeht, das seht ihr schon in der kommenden Ausgabe. Schaltet also unbedingt wieder ein. Es wird auf jeden Fall wieder richtig fischig und wild. Ja, schlag an. Eng? Ja.